Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alex und ich stelle euch hier das Iconic One Bandit einmal puristisch sportlich und in Computerausstattung vor. Mehr gibt's nach dem Intro, also bleibt dran! Das Iconic One Bandit wurde im Jahr 2022 vorgestellt. Das ungefilterte E-Bike mit Barfang-Tretlagermotor ist als sportliches Gravelbike oder mit Schutzblechen, Gepäckträger und Seitenständer erhältlich. Gerade in der kompletten Ausstattung ist es ein prima Computer-E-Bike. Es ist auch in Schwarz und einem Blauton namens Arctic Fire verfügbar. Den Anfang in diesem Video macht das Bandit mit sportlich-minimalistischem Outfit. Drei Rahmengrößen M, L und XL machen das Bike auch tauglich für Menschen über 1,90 Meter Körpergröße. Der Barfang-Mittelmotor M410 leistet bis zu 80 Newtonmeter Drehmoment. Er läuft sehr leise, ist elegant integriert und gut gegen Steinschlag geschützt. Er verfügt über 5 Unterstützungsmodi und wird über ein schmales Bedienteil mit nur 3 Tasten am linken Lenkerende bedient. Das Barfang-Display ist sturzgeschützt nahe dem Steuerrohr montiert. Trotz kompakter Größe bietet es alle wichtigen Anzeigen. Über den breiten, konifizierten Lenker kann das Iconic One Bandit gut dirigiert werden. Die Frontlampe von Lightmove bezieht ihren Strom aus dem E-Bike-Akku und bietet ein gutes Licht. Geschraubte Lenkergriffe gehören ebenso zur Ausstattung wie hydraulische Scheibenbremsen von Shimano. Die Shimano Deore Schalthebel garantieren gewohnt präzise Übersetzungswechsel. Der von Iconic One in Bulgarien selbst gefertigte Akku mit 460 Wattstunden Kapazität ist herausnehmbar. Die Übersetzung mit 38er Kettenblatt vorne und 10-fach Kassette hinten bietet eine gut abgestufte Übersetzungsauswahl. Der bequeme Sattel kommt von Selle Italia. Das sportliche Bandit muss mit einer Akkurücklampe am Sattel Vorlieb nehmen. Super praktisch, das E-Bike ist in der Smart-Version mit dem Schloss iLockit von Hafeltec ausgestattet. Das Hinterbauschloss lässt sich per Smartphone bedienen. Das zulässige Gesamtgewicht des E-Bikes liegt bei praxisgerechten 150 Kilogramm. Am sportlichen Testbike waren Double Fighter 2.0 von Continental aufgezogen. Die Reifen überzeugen durch guten Grip und tolle Dämpfungseigenschaften. Die Vittoria Evolution am Iconic One Bandit in Computerausstattung laufen mit den größeren Profilblöcken etwas ruhiger, dämpfen aber im Vergleich noch einen Tick besser. Schutzbleche und Gepäckträger machen das Bandit alltagstauglicher. Das Rücklicht unter dem Gepäckträger bezieht seinen Strom vom E-Bike-Akku. Wer schon einmal morgens beim Bäcker einen Platz zum Anlehnen des E-Bikes suchte, weiß den Hinterbauständer zu schätzen. Schutzbleche, Gepäckträger, Schloss und die fest installierte Beleuchtung machen das Iconic One Bandit zu einem tollen Computerbike, das auch vor schlechter Wegstrecke oder längeren Touren nicht zurückschreckt. Die Bulgaren kombinieren die verschiedenen Komponenten clever zu einem sehr stimmigen E-Bike. Durch die Stargabel wird der Wartungsaufwand minimiert, der Komfort ist trotzdem überraschend gut. So ausgestattet bringt das Iconic One Bandit knapp 23 Kilogramm auf die Waage. Das touristische Schwestermodell wiegt mit knapp unter 22 Kilogramm kaum weniger.
Das war mein Vorstellungsvideo zum Bandit von Iconic One. Den Link zum ausführlichen Artikel auf Velostrom findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo des Kanals. Ich bedanke mich, dass ihr dabei geblieben seid und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.